Das war natürlich dann ärgerlich. Dann waren 2 Stunden Arbeit für die Katz gewesen. Ja? Dafür hat man dann die Mutter immer gehasst. Dann ist eine Scheiße. Ja? So, was war das gewesen? 3-1-1. Dann haben wir 3-9-9. Dann habe ich 2-3. Und dann die 6-4. So. Okay. Ah, answer negation, handshake, connect, to remote, horse connecting, log in, Josh. Greeting, producer, Falken. Tic-tac-toe. Ah. Jetzt kommt der fucking Tic-tac-toe-Inhalt da unten. Ja. Was für eine Taste muss ich dazu drücken? Da macht der Bumm. Ja, so ein Piss, ey. Hey, meine Statue. Oh Gott. Man muss wohl einmal verlieren. Tatsächlich, Errungenschaft freigeschaltet. Losing Move. Hab ich den noch nicht gehabt? Den Losing Move. Ist ja mal geil. Okay, den hab ich noch nicht. Ist ja mal lustig. Okay, aber ich habe keine Karte bekommen. Okay, das war also... Verloren habe ich da anscheinend noch nicht. Dann, okay, das ist mal was Neues. Aber dafür gibt es keine Karte, dummerweise. So, jetzt ist noch die Frage, wie ich da rangekommen bin. Ja, ich habe mir natürlich wieder mal nichts gemerkt, wa? Ich habe mir natürlich nichts gemerkt. So. Na? Na? Danke. So, den haben wir offen. Was können wir noch aufmachen, wenn wir schon dabei sind? Das Ding hier. So, dann haben wir den offen. Ach komm, Tucker, geh mir auf den Nerv. So, was kann ich denn hier eigentlich machen? Die Frage, ob ich hier an den Kabeln was machen kann, aber ich glaube nicht. So, dann haben wir das. Oh, komm. So, Hammer. Ey. So, Hammer erstmal zur Seite wieder ran, dann gehen wir mal hier ran. So, warte mal, wie habe ich das einen Akustikkoppler hochgekriegt? Stimmt, das geht ja noch nicht, weil der nicht offen ist. Das heißt also, 3 Dings, dann geht der auf, dann machen wir den so lang. Dann geht der auf, jetzt brauchen wir die blöde Nummer, jetzt probieren wir mal. Wie viele Ziffern waren da drinnen? Oh Gott, das war mit den vielen Ziffern. Mal, wie viel waren das denn? Zähl mal nochmal durch. Das war mit 9 Ziffern. Das war mit 9 Ziffern. 9 Ziffern. Habe ich hier nicht was mit 9 Ziffern? 4, 4, 1, 1, 2, 3. Warte mal. 1, 1, 2, 3. Dann 3, 5. 8, 1, 3. 8, 1, 3. Ja, eine schöne Idee, aber funktioniert nicht. Warte mal, der war rot. Dings.
Warte mal. Grün, rot, gelb, gelb. Ich glaube, ich muss dazu erst da unten das Ding öffnen. Dann gehen wir mal dahin. So. So, dann geht nämlich der Computer aus. Exos, ich bin später wieder online. Ich muss noch was erledigen. Ja. Rot, gelb, Bis gelb, dann. blau, weiß. Ja, bis dann. Rot, gelb, gelb, blau. Dann ging der Akustikkoppler auf. Dann wird eh mal hier ruft. Dann war da die 311. 399. Und die 23. Und vor allen Dingen die 64. So. Ich glaube, eigentlich solltest du nur Spieler machen, dass der Computer gegen sich selbst spielt. Ist auch aus dem Film. Okay, probieren wir mal gleich aus. So. Welcher Film war denn das eigentlich? Da komme ich gerade nicht drauf. Welcher Film war das? Producer Falcon. Ist hier irgendwas jetzt noch? Ja, okay, so wartete. Na gut. Okay. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Eine KI hat die Atomwaffen kontrolliert und sollte so lernen, dass es keinen Sieg gibt bei einem Erstschlag. War eine durchaus wichtige Nachricht bei so einem Filmer sogar. Gibt halt keinen Sieger bei sowas. Ne? Dann haben alle verloren. So seltsam das auch klingen mag, gell? Gibt da nur Verlierer. So, dann machen wir hier nochmal auf. Was ihr jetzt gerade gehört habt, das war eine Tür vom Balkon. War gerade ein Durchzug. Ah, dahin, Tacker. Keine Ahnung, ob man das gehört hat. So. Okay, dann einmal hier hin. So, weg von der Klappe, nicht, dass es mir auf den Fuß fällt. Es ist sehr seltsam. Achso, das haben wir ja eigentlich gerade gemacht. Das bringt ja nichts mehr. Das bringt ja gar nichts mehr. Warte mal, das bringt auch nichts. Warte mal hier hin. Was habe ich für Zeile habt ihr da? Okay. Okay, warte mal. Ja, keine Ahnung. Warte mal, der ist damit verbunden. Da. Scheiß jemand an. Da machst du jetzt bestimmt Bumm, wa? Ja.
Kann ich auch zwei Sachen gleichzeitig in der Hand nehmen? Tatsächlich. Okay, interessant. Puh! Der und der. So, der war's nicht. Der war's auch nicht. Warte mal. Warte mal, der. Warte mal. Der. Ach, ich hab ihn zweimal gedrückt. Der. Das war auch nur ein Ende. Schade. Irgendwann hat ich doch auch da gedrückt gehabt, dass der zählte. Irgendwas war das gewesen. Ich krieg's jetzt nicht auf die Reihe. So. Ah, Quatsch. Vertippt. So, nochmal. Der. Das war so rum. Da war das Nummernfeld. Dann brauchte ich hier einmal dahin, den Ding hier auf. Was soll ich hier noch hinkriegen? So, dann einmal so. Ja, aber wie habe ich jetzt dieses Schlüsselding aufbekommen? Ich das jetzt noch wüsste. Hast du schon mal den Hammer auf den roten Kopf geschlagen? Den Hammer auf den roten Knopf geschlagen? Hat das schon gemacht? Ach! Jetzt musst du diese komischen Viecher kloppen. Isaac! Isaac! Stimmt, das war es ja auch gewesen. Das gab's ja auch. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Diese ganzen Pickel von dem Baby. Ach, da ist noch einer. Ja. Stimmt, du hast ja auch noch. Oh, kleines Baby schläft. Baby ist jetzt lieb. Hm? Baby ist jetzt definitiv lieb. Das war das einzige Ending, das ich noch kenne. Ach so, okay. Das war das einzige Ending, was du noch kennst. Ja. Ja, das nennt man übrigens Geburtsabtreibung 2.0. Beziehungsweise, nee, das ist Geburtsabtreibung 3.0. So, genau, das ist. So, da haben wir's. Jo. Da war wohl nicht zur Rückseite. Wo gehört die hin? Da gehört die hin, einmal dahin. Ja. Aber es bringt mir trotzdem nicht weiter. Also, jetzt haben wir zwar wieder eine Sache mehr. Achso, ich kann die Hände so. Okay. Das ist, wenn ich außen drücke. Ach, alles gleiche. Achso, das gehören ja zusammen, die Trigger. In die Neonröhren. Warte mal, kann ich die Neonröhren penetrieren? Hey, konnte ich die Neonröhren penetrieren? Nö. Also die stabilen Neonröhren hätte ich gerne zu Hause, Leute. Ne? Die ist doch echt nice. Das ist doch meine Neonröhre, Leute. Ne? Ja, ich habe mal die Diskette rausgenommen. Wenn ich mich erinnere, wie ich jetzt an die andere Grütze rankam. Ey, ja, das Twiste. Wie kam ich da jetzt ran? Ich hatte das doch aufgehabt vorhin. Ja, jetzt im Ernst, Leute. Ich hatte das doch aufgehabt. Ich weiß noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, was ich gedrückt habe. Das ist das gerade. Das ist echt nicht leicht. Ja. So,
jetzt geht das wieder auf. Was musste ich da für eine Nummer drücken? Das waren ja nur 1-0-0. Es waren nur 1-0-0. Ja, warte mal. 3,14, das ist Pi. Warte mal, das ist doch Pi. Eins plus zwei, Punkt drei. Ja. Das ist gerade echt gehirnzerstörend. Diese drei Punkte sehen so ein bisschen komisch aus. Dachte, das war irgendwie ein Hinweis. Und wie bin ich jetzt auch in die Zukunft wieder drin gekommen? Also diese komische Zeitschaltuhr, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Wir haben es doch gemacht. Ja, das ist das. Das Tastenfeld und 8008 war die Zeitreise mit der Slot der Diskette. Das Tastenfeld, also das hier. Warte mal, dann resette ich das mal. Das Tastenfeld. Das muss ja dann so rum gewesen sein. 8008. Dann machen wir erstmal die Zukunft. Und dann mache ich gleich das Diskettenfeld. So. Ja, da ist die Zukunft. Da haben wir Spinnenweben. Da sind noch mehr Spinnenweben. Ja, so eine Menge Spinnenweben. Das ist gar nicht wenig. Ja, hier ist die Wand. Noch mehr Spinnenweben. Ja, es ist so schön, scheiß die Wand an. Halt, ist der Hamster vielleicht sogar tot? Ah, scheiße, ich hätte es vorher aufmachen müssen. Dann könnte man gucken, in welchem Zustand sich der Hamster befindet. Ne? Das wäre auch irgendwo lustig. Es sieht schon... Warte mal, was ist denn da in den Schubfach drinne? Ach, Spinnweben, okay. Da ist ja ein Spinnweben drinne. Was sonst? Naja. Okay, das ist hier Future. Future of Rama. Und da ist dann die andere Seite. Gut, okay. Dann machen wir jetzt mit der Diskette. Wie sind wir eigentlich auf die 8008 gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Was hat ich gemacht? Was habe ich gemacht, dass ich auf die 8008 kam für diese blöde Zeitreisegeschichte? Ich weiß das jetzt nicht. Warte mal, ich schreibe mir die aber trotzdem mal auf. Wir haben die zwar, aber ich schreibe mir die mal trotzdem auf. Wenn so viel Platz hier überhaupt noch ist. 8008. Meine Schrift wird langsam besser. Sehr schön, ne? Ist ja schon mal etwas. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt auf die 8008 kam. Das ist ein bisschen traurig. Weil das hätte ich schon gerne gewusst, wie ich da aufgekommen war. Ich hatte es ja auch oft gemacht. Das wäre schick. So. 8008. Dann brauchte ich den blöden Hammer noch. Na. Ach komm, danke. So, das klappt mittlerweile ganz gut vom Handling. Dann kommt die Diskette und die kommt hier mal rein. So. Ah. Press Button. Wie waren das? Was muss ich denn hier machen? Ach, ich muss das ganze Ding hier wegbomben. Ja, das fehlt natürlich jetzt. Also das ist im Nicht-VR-Modus einfacher. Oh Gott. Das ist im Nicht-VR-Modus einfacher. Ja. Das ist im Nicht-VR-Modus definitiv einfacher.